Momentan ist die Munition voll. Also benutzen wir erstmal das hier. Das ist aber so laut. Hast ja recht. Was ist das? Oh, Munition. Na, komm. Schön, dass er gleich in Deckung geht automatisch. Komme ich da irgendwie hin zu dem? Ist ja weit weg. Jetzt ist man noch das Nächste. Gibt's ja noch? Was ist das? Feuerwerk wollte ich mir doch nicht entgehen lassen. Wo sind sie denn? Ist noch mehr. Plus 1. Witzbille. Dafür ist es jetzt weg, oder? Ja. Jetzt mal erst geschossen. Ja. Rückzug, Rückzug. RB halten, Sprengladung herstellen. Schrapnellgranate. Mal gucken, ob die für beide reicht. Sie reicht. Aber wieder wegpacken kann ich die nicht, ne? Naja, ich hab's ja gut gebrauchen können. Gibt ja richtig Action ins Spiel hier.
Nein, das ist hier schlechte Position. Lieber hier und dann. Wo sind die denn hergekommen, frage ich mich da. Jetzt mal ehrlich. Toll. Ganz allerdings verfedern. Das ist das Dokument. Na komm. Ja komm, komm. Es scheint echt schwer zu auszumachen zu sein. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, du kannst dass wir erfolgreich sind. Ist klar, du kannst den Stein spüren. Ja, ja. Ist klar. Ungläubige, angsterfüllte und Verlorene. Dein Wahnsinn. So lange vor Trinity versteckt haben. Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Mhm. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Was ein Geschwurbel, was ein Gelaber. Das hätte ich mir auch vorher sagen können. Ich muss nur mal gucken, ob da nicht irgendwelche Laptops waren. Da war ich doch durchs Wasser, oder? Plus eins wieder.
komme ich nicht mehr rein. Na, ich kann aber nachher noch irgendwie zu dem... Weiß ich gar nicht, ich komme da nie wieder zurück, oder? Zum Anfang. Hä? Doch. Das nächste Mal einfach auf die Objekte zielen. Und wenn sie rot werden, schießen. Was finde ich da? Geheimnisse entdeckt. Wow. Ich würde mich da jetzt schön anschleichen. Dafür brauche ich überall dieses Fertigungswerkzeug. Okay. Und danach brauche ich das Verbesserungswerkzeug. Und danach brauche ich das Verfeinerungswerkzeug. Okay. Aber hier kann ich was machen. Bevor ich das mache, werde ich erstmal. Nehmen wir die Fähigkeitspunkte.
Schnellere Herstellung von Wurfobjekten. Ich kann jetzt doch diese Schrapnellbomben machen. Boah, das ist kalt. Du sitzt doch direkt am Feuer. Das ist erstmal wichtig. Dass ich mir da nicht so weh tue, sondern dann irgendwie B drücken kann und abrollen. Wollte ich schon die ganze Zeit. Ich brauche Felle. Da brauche ich dann dieses. Ne, ich habe 23. Dann bauen wir noch ein paar. 20. 17. Ich habe nämlich zwei, war mir doch klar. Guck mal, der Schaden viel größer, die Rückstoßstabilität viel größer. Er lädt allerdings nicht so schnell nach und hat auch nicht so hohe Stoßfrequenz und nicht so hohe Munitionskapazität. Guck's dir mal an. Mir so eine Jagdbüchse. Hm? Viel mehr Schaden bringt es dann eh nicht. Was müsste ich denn dafür ausgeben? Zwölf, das ist ganz schön teuer. Und hier wird sich für mehr Schaden eigentlich lohnen. Schneller kann ich es auch noch machen.
ich habe ja gar nichts an. Fällt mir gerade auf. Ich will doch wieder mein... Das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Schattenläufer. Eigentlich wollte ich bei dem bleiben, was ich hatte. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden. Erhöhter Nahkampfschaden. Ich frage mich jetzt gerade, wo mein Kettenhemd geblieben ist. Das war ganz oben rechts. Das ist auch noch. Wenn ich jetzt hier zurückgehe.